einen Schluck? Vergiss es, Mann, du kennst die Regeln. Komm schon, stell dich nicht so an, ich bin wirklich durstig. Ja, du hast also Durst. Alles okay, Captain? Hey, Ron, halt dir doch die Hand vor den Mund, ja? Hey, ist alles in Ordnung? Du siehst grässlich aus. Sehe ich locker durch nach all dem, was ich bisher geschluckt habe. Würfeln wir um die drei besten Lagen. Diese kleine Insel war gar nicht mal schlecht. Wissen Sie was? Der Ausblick erinnert mich an unsere Ferienanlage auf Lanai. Dann ist das heute Abend heiß. Ja, auf den Hawaii-Inseln ist es in der Regel heiß. Wir tauschen die Plätze in Honolulu. Ich bezweifle, dass das irgendeiner rafft. Halt dir doch die Hand vor den Mund, Ron. Entschuldigung, ich bin echt nicht auf der Höhe. Gib mir eine Minute, okay? Eine Minute, ja. Er ist wütend. Ja, das wird ein angenehmer Flug. Er dauert nur eine Stunde. Ist Clayton Durrell schlecht gelaunt? Ist das etwa so wie eine Woche beim Zahnarzt? Ja. Ach du große Sch... Hey Ron. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht. Es geht mir total dreckig. Langsam, ganz langsam. Was? Oh, Bill, wir haben ein Problem. Bill. Ron? Bill. Bill. Wir haben es vermasselt. Ron. Bitte stellen Sie Ihre Tasche unter den Sitz. Danke. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Danke. Ist alles in Ordnung? Unsere Flughöhe beträgt 23.000 Fuß. Das Wetter in Honolulu ist gut. Die Temperatur beträgt 25 Grad und so wird es bleiben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Sind Sie in der Navy? Ja, das bin ich. Lieutenant Dave Thatcher. Jaya Millay. Jaya, ein interessanter Name. Meine Eltern haben in einem Bezirk in Toronto gewohnt, der Little India heißt. Dann ist das Hindu. Glücklicherweise bin ich nicht aus den 60ern, sonst wäre mein Name Rainbow, Sunshine oder womöglich Woodstock. Oh, Gott hatte Mitleid mit dir. Ich finde den Namen gut. Er bedeutet Gebet. Hm. Hi, möchtest du was trinken? Ja, Cola bitte. Gern. Ich weiß nicht. Das Grundstück, das wir uns in Lanamaui als drittes angesehen haben, ist nicht optimal. Die Nahverkehrsanbindung ist nicht unproblematisch. Und auf diesem Gebiet haben wir schon unsere schlechten Erfahrungen. Was ist das nur? Hey, entschuldigen Sie bitte. Ich könnte Ihnen vielleicht helfen. Sie sehen ziemlich krank aus. Sind Sie ein Arzt? Allerdings, das bin ich.
Und wo waren Sie Assistenzarzt? John Hopkins. Kein Quatsch. Tut das weh? Mein Onkel ist der Leiter der Kardiologie. Er muss Ihnen bekannt sein, Dan Smythe. Ja, ich kenne Dan, er ist ein netter Kerl. Was für eine Nummer ist das, du Arschloch? Machst du gern Doktorspiele? Der Dan Smythe, den ich kenne, der ist eingebuchtet und der sitzt lebenslang wegen Doppelmordes. Also spiel woanders, Doktor, bevor du selbst einen brauchst. Manchmal fängt man sich auf den Inseln eine Krankheit ein. Ja, sowas wie eine Lungenentzündung, wenn man dauernd surft und tagelang am Strand rumhängt. Ich verstehe. Möchtet ihr was trinken? Ja, danke, Pam. Ich sterbe vor Durst. Ich nehme ein großes Glas Wasser. Gut. Eine ganze Kanne am besten. Es ist ja trocken hier drin. Check die Luftfeuchtigkeit. Sie ist normal. Waikiki Beach. Ein perfekter Standort. Was ist mit dem... Okay, ich habe es aufgeschrieben. Wir müssen jetzt nur noch... Da ist was sehr Eigenartiges passiert. Da ist ein Typ, der sitzt in der Economy Class. Er ist ziemlich krank und blutet. Er blutet? Blutet? Ja, ziemlich. Ich habe den Kerl also angesprochen. Und er erzählt mir, er habe eine Lungenentzündung. Dabei blutet er aus den Augen. Nicht bei einer Lungenentzündung? Lass sie nicht sagen. Ich habe von Schweißausbrüchen gehört und dass die Lunge zusammengepresst wird, aber kein Augenbluten. Nancy, drehen Sie sich um. Der Kaffee ist kalt. Rufen Sie die Stewardess. Ach, großartig. Danke. Ich werde den Thermostaten hinten checken. Nein, nein, ist schon okay, ich gehe schon. Du übernimmst die Maschine, steht auf Autopilot. Hey, hey, brauchen Sie irgendetwas? Sie möchten Wasser? Ich werde welches besorgen. Ich habe gestohlen. Aus dem Labor. Gestohlen? Was für ein Labor? Die Fiole. Eine Fiole mit Riss. Pam! Oh mein Gott. Okay, bleiben Sie zurück. Bitte bleiben Sie sitzen. Ich bin Arzt. Der Mann ist tot. Wir müssen jetzt Ruhe bewahren. Wir werden bald in Honolulu landen. Am besten setzen Sie sich alle wieder hin. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Es ist ein Arzt an Bord. Bitte bewahren Sie Ruhe. Natürlich. Was ist das für ein Aufruhr im Flugzeug? Oh Gott. Gordon? Alles in Ordnung? Er ist tot. Wer ist tot? Honolulu Control, hier ist Sunri, Flug 335. Wir haben einen Notfall. Hören Sie mich? Flug 335, hier ist Honolulu Control. Was für ein Problem haben Sie? Control, wir haben einen Todesfall an Bord, womöglich etwas Ansteckendes. Flug 335, gehen Sie auf Frequenz 122. Wir leiten alles in die Wege, verstanden? Gehe auf 122, verstanden, Control? Einer der Passagiere ist gerade gestorben. Es sah so aus, als wäre sein Körper innerlich verblutet. Bevor er starb, redete er von einem Diebstahl und erwähnte ein Labor. Eine Krankheit? Control, hier ist 335. Antworten Sie. Honolulu Control, hier ist 335. Bitte kommen. Eine Lungenentzündung. Das hat er mir jedenfalls erzählt. Das Blut ist sehr dunkel. Es ist arterielles. Ja, richtig. Und was bedeutet das? Sein Bluttransport muss irgendwo versagt haben. Wie kann sowas passieren? Dafür gibt es viele Gründe.
Ich vermute, dass das in der Lunge zirkulierende Blut durch einen Defekt in die Lunge eingebrochen ist. Und das führt zum Erstickungstod. Bevor er gestorben ist, sagte er, er hätte etwas gestohlen. Und zwar eine Fiole aus einem Labor. Womöglich war es ein Virus. Hier herrschen optimale Bedingungen für ein Virus in einem abgeschlossenen Raum. Draußen hätte er nicht so gute Überlebenschancen. Ist das die einzige Möglichkeit? Ich weiß nicht. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Ich bin kein Immunologe. Dieser plötzliche Tod wurde mit Sicherheit von einem Virus hervorgerufen. Wie lange dauert der Flug noch? Es ist doch unglaublich. Eine halbe Stunde. Wir sollten die CDC in Los Angeles kontaktieren. Die was? Das ist die zentrale Seuchenbekämpfung. Ich unterrichte jetzt die Piloten. Captain, das sind Dr. Yamata und Lieutenant Thatcher. Gentlemen, wir stehen vor einem Problem. Pam, kümmere dich um die Passagiere, beruhige sie, ja? Was ist passiert? Haben wir was Ansteckendes? Ich weiß es nicht. Wir könnten die Sauerstoffmasken runterlassen, die Passagiere mit Frischluft versorgen. Dafür ist es zu spät. Wir sind hier in einem geschlossenen Raum. Das Virus hat sich längst im Flugzeug verbreitet. Das passiert durch Husten, Niesen und Atmen. Wie lange sind wir schon im Flugzeug? Vielleicht seit einer halben Stunde? Wir wurden alle infiziert. Dave sagt die Wahrheit. Vor ungefähr 15 Jahren ereignete sich eine Epidemie während eines Ernteeinsatzes in Südkalifornien. Erntehelfer waren betroffen. Sie wohnten in Zelten, einer Atmosphäre, die der hiesigen entspricht. Wer auch immer die Zelte betrat, wurde innerhalb einer Minute infiziert. Flug 335, bitte kommen. Hier ist 335, wir hören. Bleiben Sie auf Empfang. Wir sind gerade dabei, eine Verbindung zur zentralen Seuchenbekämpfung in Los Angeles herzustellen. Das dauert etwas. Verstanden? Verstanden. Wir haben einen Arzt an Bord. Verstanden. Halten Sie ihn auf dem Laufenden. Das machen wir. Durfte ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Ich habe unangenehme Nachrichten zu verkünden. An Bord des Flugzeugs befindet sich eine Art Virus. Ein Virus? Was für ein Virus? Was bedeutet das? Hat er gesagt, dass er ein Virus hat, bevor er gestorben ist? Bitte lassen Sie mich das zu Ende bringen. Ich werde Ihnen alles sagen, was ich weiß. Leider ist das nicht viel. Entschuldigen Sie bitte. Sie haben doch gesagt, dass Sie Arzt sind. Ja. Im Augenblick praktiziere ich nicht. Ich habe nur eine Anstellung als Pathologe. Ein Pathologe? Das ist fantastisch. Da haben wir ja unglaubliches Glück, dass Sie hier sind. Ein Mann, der sich vor allem mit Toten auskennt. Ich habe 5 Jahre lang praktiziert. Aber jetzt haben Sie nur noch Augen für die Leichenstarre. Halten also Sie was? Den Mund, sonst werden Sie nie widersprechen. Okay. Erste Anzeichen für eine Erkrankung könnten Durst, Nasenbluten und Schwindelgefühl sein. Werden wir alle erkranken? Das weiß ich nicht. Die Passagiere wissen jetzt, was vor sich geht. Hören Sie, als der Typ einstieg, war er kerngesund. Offenbar entfaltet das Virus seine zerstörerische Wirkung erst kurz vor dem Endpunkt. Und was heißt das? Er könnte Tage oder Wochen lang krank gewesen sein. Wir wissen nichts über die Inkubationszeit. Was meint er damit? Bevor das Virus aktiv wird, schlummert es erst einmal. Wie lange dauert das gewöhnlich? Bei meinem vorhin erwähnten Fall gibt es Erfahrungswerte. Das war Milzbrand. Aber ich habe davon gelesen, dass Viren in Laboren gezüchtet wurden, deren Inkubationszeit unter 3 Stunden beträgt. Also könnten wir alle krank werden? Wir werden bald in Honolulu landen. Aber... Aber was? Ich glaube, Honolulu wird auf so etwas nicht vorbereitet sein. Zentrale Seuchenbekämpfung, Laura Chadwick. Frank Conway, was wissen Sie bisher? Ich wurde unterrichtet über ein Virus, der an Bord eines Flugzeuges ausgebrochen ist. Ist das wahr? Ja. Warum zerrt man mich mitten in der Nacht aus dem Bett? Ich bin nur Leiterin des Labors in L.A. Wenn das die Fakten sind, muss Atlanta informiert werden. Und wir brauchen die medizinische Unterstützung der Armee. Sie haben recht, Miss Chadwick. Die CDC zu informieren war nicht nötig. Diese Sache betrifft eher die nationale Sicherheit. Aber da Sie jetzt schon bei uns sind, ziehen wir das bis zum Schluss durch. Die Armee wird später einbezogen. Wer ist eigentlich wir?
Ich bin Leiter der Sonderkommission für nationale Sicherheitsbelange. Ist Atlanta benachrichtigt worden? Tech Hunt. Laura Chadwick, CDC. Können Sie etwas zur Lage an Bord sagen? Es sieht mies aus. Sehen Sie mal. Das ist nicht nur gefährlich, sondern offiziell verboten. Ich fliege oft und kenne mich aus. Kinder mit Windpocken oder Masern lässt man auch nicht ins Flugzeug. Es ist Ihre Aufgabe, uns Passagiere zu beschützen und nicht irgendwelche... Was geht hier vor? Ich bin gerade dabei, das herauszukriegen. Die lässt man kein Flugzeug betreten. Ich bin sicher kein Unmensch, aber ich habe für die erste Klasse bezahlt. Sir, bitte setzen Sie sich wieder hin. Eine Frage. Wieso haben Sie diesen Mann ins Flugzeug gelassen? Er hat genießt in meiner Gegenwart. Ich beantworte Ihre Fragen, wenn Sie sich wieder hinsetzen. Hinsetzen. Und was dann? Verrecken wie der Vollidiot mit der blauen Decke da hinten, Miss? Der Captain und sein Co-Pilot an Bord versuchen das Beste für Sie und... Sie machen überhaupt nichts, außer darauf zu warten, bis wir krepieren. Ich bin noch nicht mit Ihnen fertig. Hey, das reicht, Mann. Amerika, sei auf der Hut, auf der Hut. Denn sobald wir gelandet sind, hagelt es eine Flut von Klagen. Setzen Sie sich hin! Sagen Sie ja, ihm, er soll wir die sitzen halten. Im tiefsten Schlamassel, los, so richtig in der Scheiße. Ich hoffe, Sie wissen, was hier vor sich geht. Denn das wenn wir diese Ignoranten... Jetzt. Bitte setzen Sie sich! Sie ängstigen die Passagiere unnötig. Wir haben ein Problem und keine Antworten dafür. Aber Sie verursachen noch mehr Probleme. Ihren Namen merke ich mir. Beherrschen Sie sich. Aber klar. Hi, da hinten sitzt ein Mädchen ganz allein. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn sie sich zu Ihnen setzt? Nein. Ja... Hier ist frei. Nennen Sie mich Adam. Hi, das ist wirklich nett von Ihnen. Alles klar. Terry. Dave. Angenehm. Jaya. Kommst du bitte mit? Ist schon okay. Das ist Terry und das ist Adam. Ich möchte, dass du neben Adam Platz nimmst. Leiste ihm Gesellschaft. Wie geht's dir, Jaya? Hi. Ich bin Adam. Also gut. Das ist ja eine Wahnsinnsmaschine. Hier, sieh dir das an. Ich habe jede Menge Spiele. Versuch dein Glück. Bitte kommen, 335. 335 für Hörn Control. 335, für eine Landung in Honolulu können wir nicht zustimmen. Wiederholen Sie das, Control. 335 ist es. Aufzunehmen. Hören Sie mal. Hier ist Dr. Robert Yamata, einer der Passagiere. Wieso dürfen wir in Honolulu nicht landen? 335, das war nicht unsere Entscheidung. Nehmen Sie Kurs auf Glen Ord Air Force Base, 200 Meilen nordöstlich von Los Angeles. Gut, verstanden. Bereit halten. Sie kriegen noch die neue Flugroute. Halten uns bereit. Ich informiere die Passagiere. Die Bodenstation hat eine schlechte Nachricht für uns. Man verweigert uns die Landung in Honolulu. Was? Und warum? Das ist ja unmöglich. Sie haben keine verfügbare Quarantänestation. Verfügbar? Wen interessiert das schon? Wir müssen dieses Flugzeug landen lassen, ja. Und was dann? Sagen Sie mir das. Sie sind der Arzt. Wir steigen einfach aus und dann sollen die sich um uns kümmern. Ist doch keine üble Idee, oder? Wir wissen nichts Genaues, aber was es auch ist. In Kalifornien ist man auf uns vorbereitet. Das ist der einzige Ort, wo wir aus der Maschine rauskommen. Die Verbindung zu Sunray 335 ist aufgebaut. Sie haben Zugriff auf alle relevanten Parameter. Das sollte reichen. Die Daten wurden übermittelt. 335 gehört jetzt ganz allein Ihnen. Hier ist Honolulu. Ende. Da sind sie. Und keiner kann sich einmischen? Nein. Ich habe ihre Transponder-Signatur isoliert. Wir lassen sie nicht aus unseren Fängen. Und keiner wird sich in unser System einmischen. Gut gemacht, Tech.
Alles okay? Mhm. Wir stehen in Verbindung zu Annex C. Wollen Sie ins Cockpit gehen? Aha. Entspannen Sie sich. Dave sagte, wir sind verbunden. Trifft das zu? Wann hat das angefangen? Gerade jetzt. Ist Ihnen gut? Scheiße. Was gefunden? Überhaupt nichts. Auf keiner der Nachbarinseln. Keine Anhaltspunkte einer ähnlichen Erkrankung. Wir sollten weiter davon ausgehen, dass es von Menschen gemacht wurde. Ist da etwas, das ich wissen sollte? Sie sollten eine Menge wissen, dafür werden Sie doch bezahlt. Nur deswegen sind Sie doch hier, nicht wahr? Richtig. Also was es auch ist, es hat eine unglaublich schnelle Inkubationszeit. Wissen wir etwas über den Erstüberträger des Virus? Nicht viel, aber wir arbeiten daran. Wir sollten diesen Arzt kontaktieren. Wir sind schon dabei. Vielleicht klappt es in ein paar Minuten. Control, wir bleiben weiterhin auf Kurs. Bereithalten, 335. Halten uns bereit. Wir haben ein großes Problem. Der Pilot ist ausgefallen. Koordinaten. 23. Breitengrad, 145 Längengrad. Im Augenblick sind Sie 3 Stunden 35 von der Küste entfernt. Nichts. Keine Anzeichen, die uns im Augenblick weiterhelfen könnten. Was ist mit den Passagieren? Wir haben von allen ein zweites Levelprofil erstellt, inklusive der Crew. Bis auf eine Ausnahme ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer von Ihnen unserem Täterprofil entspricht, einer Terrorgruppe angehört und einen Anschlag planen könnte, gleich null. Wer ist die Ausnahme? Ein Naval Intelligence Officer. Aber ich glaube, dass dieser Kerl sauber ist. Was ist mit dem Toten, der gefunden wurde? War vorbestraft. Drogendelikte. Er ist mit jemandem gereist, der seinen Flug verpasst hat. Dann wollen wir mal sehen, ob wir den finden. Ach, das gefällt mir gar nicht. Was zum Teufel geht da vor? Was mich äußerst beunruhigt, ist die Tatsache, dass an Bord so viele Touristen sind. Andererseits, vielleicht haben die auch nur eine Reise der besonderen Art gebucht. Und sie gefunden, Ed. Oh, die wollten sie doch haben. Die Berichte über Nervengase, Toxine, manipulierte Viren, synthetisierte Fungoide, die in den letzten 15 Jahren erstellt wurden. Wenn dieses Zeug wirklich existiert, dann will ich eine Probe davon. Die kriegen Sie. Aber wenn wir nicht an mehr Informationen rankommen, bevor die Maschine die Küste erreicht hat... Wird das wohl noch dauern? Oh mein Gott. Oh nein. Clayton, bitte helfen Sie mir doch. Clayton, helfen Sie mir doch bitte. Lassen Sie mich nicht alleine. Ich bitte Sie. Nancy, helfen Sie mir. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich bitte Sie. Hilft mir denn niemand? Hilft mir denn niemand? Nein, nicht hier, da drüben. Da drüben. Oh mein Gott. Hey. Hören Sie auf zu weinen. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Sie sind ängstlich. Das ist verständlich. Ich habe auch Angst. Wir alle haben Angst. So ist es gut. Sehen Sie? Es ist nur ein bisschen. Okay.
Ich bin Peter. Peter Neely. Wie heißen Sie? Ich bin Roberta. Hi, Roberta. Es wird alles gut. Großartig. Einfach toll. Absolut großartig. Der absolute Wahnsinn. Wie geht es jetzt weiter? Schon bald wird diese Maschine ohne Pilot sein. Was ist mit den Passagieren? Vielleicht kann von denen einer fliegen. Dann fragen Sie doch mal. Hi, ist jemand an Bord, der eine 737 landen kann? Die werden mächtig ausflippen. Sie können ja schon mal anfangen, die Grundregeln für Piloten zu notieren. Ich werde mal nachsehen, ob sich jemand beruflich verändern will. Okay. Der Autopilot ist jetzt an und ich schreibe das 1x1 des Fliegens auf, damit wir nicht abstürzen. Sie sagen jetzt der Leitstelle, was hier vor sich geht. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe schlechte Nachrichten. Wie Sie wissen, ist der Pilot nicht mehr fähig, die Maschine zu fliegen. Ich wusste es. Jetzt sind wir die Idioten. Wir hängen jetzt so richtig drin. Wir hätten in Honolulu landen sollen. Da gibt es 1 Million Piloten. Aber ihr Genies wolltet das ja nicht. Wären wir in Honolulu gelandet, hätte man uns nicht rausgelassen. Und aus dem Grund sind wir auf dem Weg nach Los Angeles. Was ist mit dem Co-Piloten? Er ist ebenfalls krank geworden. Oh nein. Hat jemand von Ihnen schon mal ein Flugzeug geflogen? Terry, Sie müssen es Ihnen sagen. Ist ja gut. Okay, ich bin eine Cessna geflogen. Großartig. Verstehen Sie doch, eine so große Maschine kann ich nicht landen. Hören Sie, uns bleibt im Prinzip keine Wahl. Da ist niemand anderes? Nein. Ich denke, Sie sollten sich jetzt vom Co-Piloten Anweisungen geben lassen. Okay, gehen wir. Großartig. Ich hab doch Nein, Handy. Clayton, wenn du das anstellst, wird die Bordelektronik gestört. Ich weiß zwar nicht, wo du dich in den letzten Minuten rumgetrieben hast, aber es ist wirklich viel los in diesem Flugzeug. Haufenweise Probleme. Und es gibt Wichtigeres, als darüber nachzudenken, ob ich das Ding einschalte oder nicht. Clayton, bitte. Nicht bitte. Wir dürfen Handys unter kein... Nancy, probier deins aus. Nein. Bitte, nimm dein Telefon und stell fest, ob es funktioniert. Es ist tot. Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu Sunrays Flug der Verdammten, zu Flug 666. Wow. Auf damit. Sie arbeiten für den Kerl? Eigentlich ist das einer seiner besseren Tage. Wieso arbeiten Sie für ihn? Seine Firma ist groß im Geschäft. Im Bereich Ferienanlagen und Reisen. Und wie kommt so einer dazu? Eigentlich hat sie seinen Vater gegründet und er ist jetzt sein Nachfolger geworden. Das ist schon ein eigenartiger Umstand, dass Kinder von erfolgreichen Eltern sich zu kompletten Arschlöchern entwickeln. Ja, wirklich. Und er ist ein Muster dafür. Wieso sind Sie hier? Ich meine, ich will mich nicht aufdrängen und ich bin nicht sauer, wenn Sie nicht antworten. Nein. Schon gut. Ich bin in Behandlung gewesen. Im Krankenhaus wegen Depression. Und ich habe vor gut einem halben Jahr etwas ziemlich Dummes getan. Haben Sie etwa... Ja, genau das. Aber das ist überstanden und ich dachte, eine Veränderung würde gut tun und deswegen bin ich hier. Also, Sie kommen mir so cool vor.
Ja, wirklich. Hier, bitte. Danke. Okay. Na schön. Sie wäre nicht hier. Honolulu hat zuerst die CDC angerufen. Glücklicherweise haben wir es nur mit ihr zu tun. Sie analysiert die CD, die Sie mir gaben. Ist da was von unserem Zeug dabei? Nur alte Waffen. Nichts, was uns gefährlich werden könnte. Wenn es existent ist, dann haben wir eine biologische Waffe in der Hand, von der niemand etwas weiß, außer uns selbst. Sie wollen sie landen lassen? Ich habe noch keine Entscheidung getroffen. Der Co-Pilot ist ausgefallen. Ihre Entscheidung ist somit hinfällig. Was? Nichts. Wer fliegt das Flugzeug? Der Autopilot. Am besten wir holen sie runter, indem wir sie 10 Meilen vor der Küste wassern lassen. Mit etwas Glück könnte das gut gehen. Control, bitte kommen. Hier ist 335. Wer ist denn das? Finden wir es heraus. Wir hören. Spricht ein Passagier. Ich habe eine Fluglizenz für eine einmotorige Cessna. Das sind erfreuliche Neuigkeiten, 335. Der Eimer, in dem Sie sitzen, mag Ihnen groß vorkommen, ist aber mit einer Cessna vergleichbar. Also, Sie haben gut reden da unten. Sie werden das hinkriegen. Ich gebe Ihnen eine kurze Einweisung, um den Autopiloten abschalten zu können. Verstanden. Die Passagiere sind wirklich tapfer, aber natürlich haben sie Angst. Und Sie? Naja. Ich habe auch Angst. Ein paar von uns geht es noch sehr gut. Dem Mädchen da drüben, der Frau, die im Cockpit sitzt. Ich würde im Moment keinen Marathon laufen, aber mir geht's noch ganz gut. Wir müssen den Grund dafür herausfinden. Wie wollen Sie das anstellen? Ich habe Ihr Gespräch mit dem Mädchen verfolgt. Sie sind von der Navy. Und? Das hier ist doch kein militärisches Experiment, das gescheitert ist, ha? Okay. Wir haben zwar keine Zeit für Spielchen, aber ich sag Ihnen was. Bei einem Manöver oder einer Operation mit allen bewaffneten Streitkräften bin ich der Verbindungsoffizier zwischen der Navy und den anderen Einheiten. Das ist alles. Okay? Dieser Mann ist tot. Er war Bluter. Wäre er ein Bluter, hätte sein Blut nicht gerinnen dürfen. Nein. Solange das Blut in den Venen ist, ist das irrelevant. Aber fantastisch. Das ist fantastisch. Großartig. Hat noch einer ins Gras gebissen, Doc? Eine blaue Decke über seinem Kopf. Großartig. Der Mann war bereits schwer krank. Im Gegensatz zu den übrigen hier. Blödsinn! Das ist Mist! Das ist die Wahrheit. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Wir sind tot. Also, wenn wir es nach Los Angeles schaffen, und das dauert maximal ein paar Stunden, sind wir gerettet. Falls wir es bis dahin schaffen, in jeder Hinsicht. Eine Frage, wieso sind unsere Handys funktionsuntüchtig? Was? Ja, die Verbindung ist tot. Haben Sie eins? Haben Sie ein Handy? Da, versuchen Sie es einzuschalten. Probieren Sie es. Funktioniert es? Meins ist tot. Also, ich glaube nicht, dass wir die Regeln kennen. Wissen Sie denn was davon? Wieso sind unsere Telefone tot? Nicht aufregen, das ist die Standardprozedur. Wir sollen nämlich keine Panik auslösen. Ah, Standardprozedur, das ist Blödsinn, Army Fuzzi. Hey, hey, es ist die Navy. Ich rate Ihnen, sich jetzt zu beherrschen. Moment mal. Er war Bluter, Taxanol. Das ist nur eine Dosis. In seinem Gepäck ist der Rest davon. Wieso hilft uns das weiter? Ich meine, wenn das ein Koagulanz ist, dann brauchen wir doch das Gegenteil. Wir brauchen etwas, das unseren Stoffwechsel modifiziert, um die Ausbreitung des Virus zu erschweren. Genau. Holen wir uns den Rest. Der Gepäckraum ist hinten. Da ist ein Durchgang im Cockpit. Aber da ist kein Druckausgleich. Okay, versuchen wir es. Sind Sie weitergekommen?
Also es ist ziemlich bizarr. Ich habe die Symptome erfasst und einen theoretischen viralen Wirkstoff in einem menschlichen Wirt dargestellt. Hm. Oh, tut mir leid. Das bringt Sie nicht weiter. Es wäre schön, wenn wir, bevor dieses Flugzeug hier landet, was aufzuweisen hätten. Also, ich habe mir ein paar Sachen angesehen. Beginnen wir mit Lungeninfektionen, die fast ausschließlich in trockenen Habitaten auftreten. Die können wir also ausschließen? Eigentlich können wir die meisten viralen und bakteriellen Kandidaten ausschließen. Damit wären wir wieder am Anfang. Nicht unbedingt. Uns bleiben noch zwei Möglichkeiten. Erstens das hämorrhagische Fieber. Doch die Inkubationszeit wäre in dem Fall viel zu kurz und die Symptome stimmen nicht. Kein Ausbruch auf der Epidermis und die Blutungen sind arterieller Natur. Was zur Hölle ist es? Die einzige Übereinstimmung gibt es mit der Strahlenkrankheit. Und die ist nicht viral. Hören Sie, bevor ich die Passagiere aus der Maschine lasse, verlange ich eine überzeugende Erklärung von Ihnen. Sie werden das Flugzeug verlassen. Wir errichten eine biosichere Umgebung, auf die hundertprozentig Verlass ist. Und ich sollte noch mehr Tests durchführen. Entschuldigen Sie! Sie sind hier, weil Sie die Daten auswerten sollen. Andernfalls verschwinden Sie! Die Frau mit dieser Cessna-Lizenz lernt ziemlich schnell. Vielleicht gelingt es ihr wirklich zu landen. Wie ist die Lage da oben? Es geht so. Sie haben was Interessantes entdeckt. Es gibt ein Koagulans an Bord, aber das ist im Laderaum. Und? Wenn das Virus ihr Blut verdickt, bedeutet ein Koagulans eine enorme Hilfe. Das würde es aber noch dicker machen. Nein, denn im Körperinneren wirkt es als Stabilisator. Die Zellen versorgen sich und korrigieren sich selbst. Das ist eine 737. Im Laderaum kann es eiskalt werden. Ein oder zwei Minuten hält man das aus. Alles klar, danke. Es ist extrem kalt und die Luft ist dünn. Länger als zwei oder drei Minuten halten wir das nicht aus. Also ich werde runtergehen, aber ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich gehe. Besser wären zwei. Ich gehe mit. Sehr gut. Ach, was soll's. Ich gehe auch mit. Joe Carter. Ausgezeichnet. Legen wir los. Ich bin gleich wieder da. Bitte sei vorsichtig. Also gut, Terry, wir steigen jetzt runter. Okay. Wir gehen einer nach dem anderen. Uns bleiben allerhöchstens zwei Minuten. Finden wir den Koffer nicht, wärmen wir uns wieder auf und fangen von vorn an. Der Gepäckraum wird doch nicht so voll sein, oder? Na schön, auf dem Gepäckanhänger steht Tursian. Ziemlich ungemütlich hier unten. Eiskalt. Sucht ihr da hinten? Ja, alles klar. Okay, verschwinden wir. Kommt schon, beeilt euch. Na los. Peter, Vorsicht, pass auf. Was ist los? Sie haben die Luke geöffnet. Peter!
Was ist passiert? Was ist passiert? Wo ist mein Mann? Sachte, Vorsicht! Ganz langsam! Oh mein Gott, was ist passiert? Ist er verletzt? Sieht ja schlimm aus. Es ist nicht so schlimm. Er hat sich den Kopf angeschlagen. Okay, die Lehne zurückstellen, machen Sie schon. Okay, so ist es gut. Bleiben Sie liegen, schön liegen bleiben. Alles ist gut, alles ist okay. Ihnen fehlt nichts. Es geht mir gut. Gott sei Dank. Prima, mal sehen, was wir da haben. Ist es das? Ja, wir haben es. Oder etwa nicht? Das ist es. Gott sei Dank. Haben Sie das Koagulanz 335? Ja. Dr. Yamata möchte mit Ihnen reden. Ich sollte ihn sprechen. Okay. Wir geben Sie jetzt weiter an unseren verantwortlichen Arzt 335. Wir halten uns bereit. Ja, hallo, hier ist Dr. Chadwick. Die verbleibende Zeit ist immens wichtig für Sie, deswegen gehen wir gemeinsam durch, was zu tun ist. Wir müssen diese Krankheit in Schach halten, bis wir Hilfe bekommen. Also, das hier ist Taxanol, ein Koagulanz. Wir hoffen, dass es den Prozess verlangsamt, aber wir haben nur 12 Einheiten. Damit wir es nach Los Angeles schaffen, bedarf es der Hilfe einiger von uns. Terry fliegt die Maschine. Dr. Yamata, Pam. Und Jaya, die junge Dame dort, bekommt auch eine Dosis. Also ist es bedeutungslos, ob einer krank aussieht oder nicht, geht das hier nach Sympathie? Hören Sie zu. Hier geht es vor allen Dingen um eine gewisse Moral. Das überschreitet Ihren Horizont. Was soll's? Es ist genug für alle da. Nein, es sind noch 5 Leute bei Bewusstsein da hinten. Und die sind dringend darauf angewiesen. Hey. Hey, einen Moment mal. Okay, Mister. Sie sind nicht derjenige, der die Spielregeln bestimmt. Die 5 werden sowieso sterben. Wir sollten das unter den Passagieren aufteilen, die noch gesund sind. Clayton! Halten Sie den Mund! Halten Sie den Mund! Bin ich etwa der Einzige, der seine Meinung sagt, der offen ausspricht, was er von dieser Sache hält? Es ist womöglich unfair. Wir stimmen darüber ab, ganz einfach. Einverstanden. Ich sage euch eines. Abstimmen sollten nur die, die unten waren und das Zeug geholt haben. Ich würde es denen geben, die es brauchen. Was ist mit Ihnen? Ganz meine Meinung. Die Wahl ist gelaufen. Eine Bande Lemminge treibt hier Unwesen. Okay, okay. Nur für 3 von uns steht eine Dosis zur Verfügung. Aus diesem Grund wird das Los entscheiden. Wer rot gezogen hat, erhält das Taxanol. Pam, ziehen Sie bitte für mich. Rot. Geben Sie ihr das Taxanol. Danke. Tut mir leid. Der zweite. 1 ist noch übrig. Es ist für dich. Es ist also noch 1 übrig. Nein, Moment mal. Warten Sie bitte. Ich habe zuerst das andere nehmen wollen. Das hat jeder gesehen. Meine Hand war an dem anderen Strohhalm zuerst. Sie haben eine gute Chance, diese Infektion zu überleben. Aber wenn Sie so weitermachen, werden Sie mich nicht überleben. Danke. Also gut. Nehmen Sie jetzt das Medikament.
Okay. Okay. Roberta? Was? Nichts. Gar nichts. Joseph, ich kann nicht. Oh, Sharon, das lasse ich nicht zu. Du brauchst es mehr als ich. Halbieren wir es. Machen Sie es bitte nicht. Und wenn Sie nur einen Teil der Dose schlucken, wirkt es leider nicht. Trink es. Ich möchte, dass du das aufmachst und alles austrinkst. In Ordnung? Mhm. Braves Mädchen. Sie werden krank. Nein. Denke nicht mal darüber nach. Das ist allein für dich bestimmt. Weißt du, es ist nicht immer von Vorteil, so zu tun, als ob man stark wäre. Das kann auch ein Nachteil sein. Das ist sein Fall. Trink es aus. Gut. Ich möchte, dass Sie etwas trinken. Kommen Sie. Es wird Ihnen helfen. Sie müssen es austrinken. Das ist gut. Ruhen Sie sich aus. Öffnen Sie das und trinken Sie es aus. Sie müssen alles austrinken. Sir, ich werde Ihnen jetzt etwas einflößen, das wird Ihnen gut tun. Sie müssen alles austrinken. Ja. Sehr gut. Gut gemacht. Hey, Peter. Wären Sie daran interessiert, es zu verkaufen? Ich weiß nicht, was wollen Sie dafür bezahlen? Ganze $10,000. Doktor, wie viel ist eine davon wert? Vielleicht $1,50? Eineinhalb. Und Sie möchten mir zehn Riesen bezahlen? Ja. Ich könnte Ihnen Bares geben und einen Scheck, wenn Sie wollen. Okay. Obwohl ich glaube, es käme einem Selbstmord nahe, wenn ich das jetzt verkaufe. Na schön, wie wär's mit $100,000? Das ist ein hübsches Sümmchen. $100,000, das ist doch eine Menge Geld. Ich finde es zu wenig. Mit Ihnen hat keiner geredet. Das ist ein Deal zwischen Peter und mir. $100,000. Aber Clayton, Dave ist mein Berater und... Und wenn er sagt, es ist zu wenig, dann ist es zu wenig. $250,000. Schluss damit! Hören Sie auf! Ach, kommen Sie, Clayton. Wir beide sind gar nicht so krank. Ich fühle mich sogar fantastisch. Wir wollen nur ein Geschäft machen. Ich rede von einer $250,000 für Sie ganz allein. Das ist nicht fair! Ich bitte Sie. Was immer Sie wollen, ich werde es bezahlen. Ich bin es jetzt nämlich leid. Geht mir auch so. Peter. Joseph. Ja? Hier. Und vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben. Lassen Sie den Unsinn. Joseph. Okay. Hier. Ihr Mann ist ein guter Mensch. Ich habe den Deal meines Lebens gemacht.
Joseph, trink das. Wirklich? Wollen Sie etwas Verrücktes hören? Ja, klar. Gut. Ich bin hierher gekommen, weil mich das an den Ort erinnert, wo ich aufwuchs. Mein Vater hatte auf der großen Insel eine Zuckerfabrik. Und ich war damals glücklich. Ich dachte, Sie wären jetzt glücklich. Ja, aber ich dachte, du musst dich der Sache stellen, die dir im letzten Jahr passiert ist. Und vielleicht schaffst du es hier. Das ist nicht verrückt. Ja, das Entscheidende kommt noch. Das Verrückte daran ist, dass ich jetzt so lebenshungrig bin, dass ich Angst davor habe. Verstehen Sie das? Ja, ich glaube schon. Ich habe was Wichtiges herausgefunden. In Bezug auf die Strahlenvergiftung sind wir auf der richtigen Spur. Aber unsere Satelliten konnten nichts feststellen. Keine radioaktive Signatur. Manipulation auf der genetischen Seite. Was? Auf ihrer CD stand sowas. Vor 4 Jahren wurde ein DNS-Modell bei Menzies Cochrane gestohlen. Eine kleine pharmazeutische Firma auf Hawaii. Ein DNS-Modell? Ja, über Menzies habe ich viel gelesen. Er war Genforscher. Vor circa 8 Jahren hat er ein Gen isoliert und modifiziert. Er nannte es Menzies C5. Es hat die Eigenschaft, sich mit Tritium zu verbinden. Wie funktioniert das? Vereinfacht ausgedrückt, schließt es sich an ein anderes Element an, in diesem Fall Tritium. Und wenn sich das Gen repliziert, macht es das Tritium auch. Strahlenvergiftung. Exposition mit mehr als 40 Gray zerstören das menschliche Gefäßsystem. Der Tod tritt innerhalb von Stunden ein. Es ist also eine chemische Waffe. Menzies hat auch ein Antidot entwickelt, C6. Und damit war dieser Strahlenvirus als Waffe untauglich. Das ergibt keinen Sinn. Ich bin noch nicht fertig. Passen Sie auf. Wenn irgendein Passagier des Flugzeuges C5 ausgesetzt wurde... Dann hätten die auch ein C6. Nicht, wenn nur das C5 gestohlen wurde. Das sind Hirngespinste. Was glauben Sie, was ich tue? Denken Sie, ich ziehe mir das aus der Nase? Also, wir müssen uns den Background der Passagiere des Fluges ansehen. Besonders des Patienten Null. Auf ihn sollte das Profil passen. Ja. Wo liegt das Problem? Beweisen Sie es. Raten Sie nicht. Beweisen Sie es. Wo haben Sie fliegen gelernt? Wie bitte? Wo haben Sie fliegen gelernt? Oh, meine Firma kaufte sich aus geschäftlichen Gründen einen Cessna. Was machen Sie beruflich? Ich bin Vizepräsident im Bereich Entwicklung für Eastern Mines Resorts. Was ist mit Ihnen? Was hat Sie in diese weit entfernte Inselwelt geführt? Ich habe die Asche meiner verstorbenen Frau verstreut. Tut mir leid. Wir haben uns auf den Inseln kennengelernt. Was ist mit Ihnen, Dave? Warum sind Sie da? Ich bin in Hawaii stationiert, das ist nicht weit weg. Eigentlich beantworten Sie nie eine Frage. Was wollen Sie erfahren? Woher wissen Sie so viel über Viren? Das ist beeindruckend. Und Sie hatten die Idee mit dem Taxanol. Eigentlich sind Sie kein Arzt, sondern Pathologe. Aber Sie sind eine große Hilfe. Entschuldigen Sie mich. Sie sind äußerst geschickt, Fragen auszuweichen. Alle Achtung. Hören Sie, ich... Ich weiß alles über Taxanol. Weil mein Freund AIDS hatte und er damit die Blutungen unterdrückte, die in seiner Lunge durch Kaposi-Sarkome ausgelöst wurden. Ich werde bestimmt nicht krank werden, weil ich so voll von Protease-Hämmern bin, dass sogar die Beulenpest keinen Stich machen würde. Ganz sicher nicht. Ich weiß alles über Viren. Weil ich eins habe. Und zwar eins, das mich ganz langsam tötet. Es tut mir leid, dass ich Ihnen vorhin misstraut habe. Das ist in Ordnung.
Ich merke es nicht mal, wenn ich ausweichend bin. Das kommt von der Navy, wissen Sie. Frag nicht, erzähl nichts. Ich sehe mal nach, wie es den Passagieren geht. Überleben wir das? Ist das unser Geheimnis? Okay. Komm, Dr. Yamata, bitte komm! Hier, Dr. Yamata. Ich höre. Hier spricht Dr. Chadwick. Ich glaube, ich weiß jetzt, was für eine Krankheit an Bord herrscht. Dann schießen Sie mal los. Es ist eine besondere Art Strahlenvergiftung. Negativ. Keiner der Patienten weist eine Schädigung der Epidermis auf. Die Ursache ist genetischer Natur. Sind Sie noch da? Ja, natürlich. Wovon reden Sie überhaupt? Ich glaube, Patient 0 wurde mit einer Art Strahlenvirus infiziert. Es heißt Menzies C5 und es ist eine Verbindung mit einem Tritium-Isotop eingegangen. Das passt. Haben Sie medizinische Instrumente an Bord? Leider nein. Oh, verdammt! Strahlenvergiftung. Wir reden hier von zerebralen Ödemen. Mehr als das. Rote und weiße Blutkörperchen werden unmittelbar zu radioaktiven Isotopen. Das ist es. Können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Es wird schon wieder. Versuchen Sie ruhig zu atmen. Gehen Sie ins Cockpit. Sagen Sie Dr. Chadwick, ich besorge den Beweis, der noch aussteht. Sie das? Control, hier ist Dr. Yamata. Ich habe den Beweis. Und wie sieht er aus? Ich habe eine Blutprobe von Patient 0 entnommen und werde sie jetzt mit Quecksilber aus dem Kabinenhumidex vermengen. Ja, ausgezeichnet. Was ist hier los? Quecksilber ist ein flüssiges Metall. Wenn es reines Blut ist, wird nichts passieren. Es sei denn, das Blut ist mit Isotopen kontaminiert. Control, hier ist Dr. Yamata. Das Blut ist vollständig mit Isotopen kontaminiert. Das Metall befindet sich im Auflösungsprozess. Dr. Yamata, das war sehr kreativ. Ja, das haben Pathologen so an sich. Jetzt sind Sie dran. Verlassen Sie sich darauf. Ich werde noch die Elemententafel checken, aber ich denke, das ist das Rätsels Lösung. Ich will nicht, dass du stirbst.
will auch nicht sterben, Jaya. Hast du Angst? Ja. Unglaubliche Angst. Erinnerst du dich noch daran, dass mein Name Gebet bedeutet? Ja. Und es hat sogar einen aktuellen Bezug. Würdest du es für mich sprechen? Ich meine, für uns alle natürlich. Ich kenne die Worte nicht. Oh, dann... Wie läuft es da oben, 335? Nicht schlecht, Control. Sie fliegen direkt auf einen Sturm zu. Wir geben Ihnen neue Koordinaten durch. Verstanden. Verstanden. Wie geht's den Passagieren? 6 sind tot. Und 2 sind komatös. Verstanden, 335. Halten Sie sich bereit für die neuen Koordinaten. Ende. Sie werden wegen des Sturms einen Umweg fliegen müssen. Nein, wir sollten sie so schnell wie möglich runterbringen, damit wir ihnen helfen können. Ohne Conways Einverständnis läuft ja nichts. Vergessen Sie Conway, er ist auf einer Art Verschwörungstrip. Sie sind Freiberufler. Nein, ich arbeite für die CDC. Ich leite das Labor in Los Angeles. Sie wurden nicht informiert? Wovon reden Sie überhaupt? Hören Sie, wir alle hier erledigen einen ganz speziellen Job. Ich bin Fluglotse und es ist mir egal, was hier geschieht. Gewisse Details will ich überhaupt nicht mitbekommen. Ich leite dieses Flugzeug... Gehe nach Hause und das ganze Unternehmen hat niemals stattgefunden. Das Leben dieser Menschen da oben liegt in unseren Händen. Meine Aufgabe ist, die Maschine zu einem bestimmten Koordinatenpunkt zu führen. Das ist alles. Es geht hier um Menschenleben, Tech. Und wenn Sie da oben wären? Oder Ihre Familie? Sie haben wirklich keine Ahnung, für wen wir gerade arbeiten. Wo ist mein Flugzeug, Tech? Circa 2 Minuten vor der Küste, aber ich leite Sie an der Schlechtwetterfront vorbei. Das verzögert die Ankunft um 20 Minuten. Hören Sie, wir sollten aber keine Zeit mehr verlieren. Sie sollen diesen Sturm umfliegen. Wie sicher ist es? Beinahe absolut. Der Mann, der zuerst starb, die Drogendelikte. Er war ein Schmuggler. Er wurde auch schon gefasst, als er archäologische Funde aus Ägypten rausbringen wollte. Wir haben seinen Partner gefunden. Wo? Tot im Waschraum des Flughafens. Und noch eine schlechte Nachricht. Das Labor auf Hawaii hat einen Einbruch vor 2 Tagen bestätigt. Es ist keine Waffe mehr. Weil es C6 gibt. Wir haben ein Problem, Matt. Ein ziemlich großes. Wenn es durchsickert, dass wir die Sache vertuscht haben... Dauert es nicht mehr lange, bis Mrs. Chadwick 2 und 2 zusammengezählt hat. Gar kein Problem. Wir lassen es einfach nicht landen. Flugzeugabsturz? Das ist drastisch, aber in Anbetracht dessen, was uns blühen würde, wenn man erfährt, dass wir ein neues virales Agens geheim halten wollten. Sie müssen sie ins Meer stürzen lassen. Womöglich sind sie schon über dem Festland. Tun Sie, was Sie tun müssen. Es ist immerhin Ihr Baby. Also bringen Sie es zu Bett. Das ist die neue Flugroute. Ich habe sie schon ausgearbeitet. Setzen Sie diese Koordinaten ein, Tech. Das... ich übermittle Ihnen jetzt die revidierten Koordinaten. Sprechen Sie, Kontrolle. Folgen Sie dem Kurs. 045 Grad, 11 Minuten nördliche Länge, 1,28... 17 Minuten westliche Breite. Auf 045 Grad, 11 Minuten nördliche Länge. 1,28 Grad, 17 Minuten westliche. Wir sollten etwas klären. Danke, Control. Und was? Ich muss sofort die CDC kontaktieren. Warum? Wir brauchen das Antidot. Menzies C6. Wenn wir es brauchen, ist es im Handumdrehen hier. Wieso können Sie nicht jetzt anrufen? Diese Menschen sind todkrank. Wir haben eine Verantwortung Ihnen gegenüber. Meine Verantwortung gilt allein dem amerikanischen Volk. Wer sitzt in dieser Maschine? Die alten Griechen? Sie machen Ihren Job und ich mache meinen. Alles in Ordnung?
Ja. Okay, nach etwa 100 Meilen müssen wir 5000 Fuß Höhe gewinnen. Das reicht aus für die Berge. Während des Anstiegs brauchen wir Hilfe. Da stimmt was nicht. Wir sind schon weit darüber hinaus. Pull up. Terry, pull die Maschine up. Hochziehen! Was? Pull hochziehen! Up. Pull up. Drosselklappen! Pull up. Drosselklappen! Pull up. Ja! Pull up. Pull up. Pull up. Verflucht. Wir haben sie verloren. 335, bitte kommen. 335, hier ist Flight Control. Hören Sie mich? Sie sind wahrscheinlich in den Bergen zerschellt. Wirklich schade. Haben Sie die Koordinaten, wo sie runterkamen? Dazu brauche ich etwas Zeit. Bitte erledigen Sie das so schnell wie möglich, Dick. Oh mein Gott. Was zur Hölle tun Sie da? Oh, ich sehe nur nach, an wessen Tod ich beteiligt war. Patient Null. Er war's. Und dieser Drecksack wusste es. Wer? Der Erste, der sterben musste. Er hat sich selbst vergiftet, dieser Idiot. Er war ein Dieb und ein Schmuggler. In diesem Fall hat er das Falsche gestohlen. Es ist vorbei. Hauen Sie ab. Gar nichts vorbereitet. Oh mein Gott. Sie Mistkerl! Sie haben es die ganze Zeit gewusst! Sie hatten nie die Absicht, sie landen zu lassen! Da draußen ist rein gar nichts! Kein biosicherer Bereich! Keine medizinische Einrichtung! Gar nichts! Wenn Sie so wahnsinnige Angst vor diesen Arschlöchern haben, sollten Sie endlich mal erwachsen werden. Warten Sie einen Moment. Ich lasse mir in Bezug auf diese Leute keine Angst einflößen. Ich scheiße drauf. Nein, Sie werden hierbleiben. Ich verstehe, wieso man Sie geholt hat. Aber wieso mich? Wieso das Theater? Ich weiß es nicht. Offenbar, weil die CDC zuerst informiert wurde. Sie mussten sich absichern. Sie haben den Flugpassagieren nie eine Chance gelassen. Ich weiß es nicht. Ich werde die Sache nicht verheimlichen. Dieser Vorfall geht an die Öffentlichkeit. Doktor! Laura! Die werden sie töten. Ich dachte, 335 ist der einzige Flug, den wir kontrollieren. Ist er auch. Runter! Um Gottes Willen, drücken Sie die Maschine runter! Was mache ich? Die Aufwinde sind viel zu heftig. Okay. Einfach den Vogel sinken lassen. Haben die uns gesehen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wir haben uns gut aus der Affäre gezogen. 335, bitte kommen. Verflucht. Sie haben uns gesehen. Nicht antworten. 335, wir hatten Sie kurz verloren. Bitte antworten Sie. Das ist jemand anders. Es ist die Ärztin. Ja, das ist ein Trick. Weiter Richtung Süden? Ja. Könnte das eine andere Maschine sein? Nein, das ist nicht möglich. Und wenn sie abgestürzt, hätten wir kein Signal. Der Blip zeigte an, dass sie nach Süden geflogen sind. Sie haben herausgefunden, dass die Koordinaten falsch waren. Sie wollten sie also doch umbringen. Na schön. Ich helfe Ihnen.
aber das wird nicht leicht, weil sie uns nicht mehr vertrauen werden. Die Sonne geht auf. Adam, Adam, hör zu. Pragnan Ajea Umjit Atean Layana Mojanet. Ich dachte, du wüsstest die Worte nicht. Es ist aus dem Internet. Was? Wie hast du es da reingeschafft? Du hast doch einen Browser, ist ganz einfach. Keiner wird dich wegen eines Ferngesprächs drankriegen. Wie bist du da reingekommen? Hey, sie ist im Internet. Dieses Laptop ist ein Tetra 8000. Sein Modem funktioniert über das Iridium-Netz, über Satellit. Ist das denn wichtig? Jaya, können wir damit eine E-Mail verschicken? Natürlich. Ja. Wir können die CDC einschalten. Das war eine tolle Leistung. Jaya, würdest du mir zeigen, wie das funktioniert? Komm mit. Ist schon okay. Control? Hier ist 335. Sie werden es uns kaum glauben, 335. Wir sind richtig erleichtert. Sagen Sie ihnen, wir wollen ihnen helfen. Die Ärztin ist bei mir. Wir wollen ihnen helfen. Mein Vater hat immer gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Hören Sie, Control. Denken Sie, es funktioniert? Wir sind schlauer in ein paar Minuten. Sie sind dran. Wünschen Sie mir Glück. Drei, Sie sind noch 3 Minuten vom Landegebiet entfernt. Alle Passagiere anschnallen, bitte. Wir sind bereit zur Landung. Wir treffen uns dann unten. Fertig, Control. Ich habe sie. Ihre Höhe 18.000 Fuß. Sie müssen nach rechts abdrehen. 10 Grad. Nach rechts 10 Grad. Ihre Maschine wird bald starten, Doktor. Ja, ich weiß. Aber erst will ich Ihnen noch etwas sagen. Sie haben das Flugzeug abstürzen lassen. Kommen Sie denn auf so einen Gedanken? Oh, das denke ich nicht nur. Ich weiß es. Das Flugzeug ist abgestürzt. Sowas passiert ab und zu. Ihrem könnte das auch zustoßen. Ich werde Sie damit auf keinen Fall durchkommen lassen. Nicht durchkommen lassen? Wenn Ihnen genug Zeit bleibt. Wissen Sie was? Ich habe keine Angst mehr vor Ihnen. Ich war mir nicht sicher, ob Sie clever sind oder nicht. Sie sind es nicht. Oh, ich bin clever. Ja. Ja, ich bin schlau genug, um zu wissen, was ich will. Also, mein Flugzeug soll sicher in Los Angeles landen. Genau so ist es. Sie müssen die Klappen 30 Grad senken. Verstanden. Die Klappen um 30 Grad senken. Sehen Sie nach rechts. Da ist ein Hebel für die Landeklappen. Ich sehe ihn. Ziehen Sie ihn zurück. Ausgeführt. Schnall dich an, bitte.
Wer dazu in der Lage ist, lehnt sich nach vorne und nimmt den Kopf zwischen die Knie. Es wird mit Sicherheit eine höllische Landung. Alles klar? Okay. Ihr Flugzeug bringt Sie nach Washington. Und wieso? Nachträgliche Einsatzbesprechung, die übliche Routine. Sie wissen doch, dass das hier eine streng vertrauliche Operation war. Sie werden... Schweigen wie ein Grab? Schön, dass Sie Sinn für Humor haben. Das hoffe ich für Sie auch. Wie bitte? Ed, ich werde die Koordinaten bald haben. Ich glaube, die werden wir nicht mehr brauchen. Was? Sieht so aus, als würden Sie landen. Was für ein Quatsch reden Sie da? Die Maschine ist in den Bergen abgestürzt. Die Landebahn ist vor mir. Ganz ruhig. Nach rechts. 060. Okay, ich fliege gerade darauf zu. Landen Sie. Gehen Sie langsam runter. Vergessen Sie die Landekarten nicht. Vielen Dank für alles. Ich hab's hingekriegt. Gut gemacht, 335. Kommen Sie rein, wir warten auf Sie. Ja! Ja! Wir haben's geschafft! Ja! Ja! Gary, ich liebe dich! Ja! Jetzt nicht mehr. Gary, du warst großartig! Oh Gott! Oh. Roberta, mach dir keine Sorgen, es wird alles wieder gut werden. Gehen wir, Frank. Sie haben ein Problem. Perfekt. Kommen Sie. Sagen Sie mir nicht, dass das kein tolles Gefühl ist. Oh doch, das ist es. Sie sind hier. Es hat funktioniert. Kümmern Sie sich bitte um diese Frau da. Kommen Sie mit. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ihnen wird jetzt ein Serum verabreicht. Rollen Sie bitte die Ärmel hoch. Sie erhalten dann die Injektion. Wo ist Dr. Chadwick? Das bin ich. Ich bin Dr. Yamata. Schön, Sie zu sehen. Gut, dass Sie es geschafft haben. Danke. Die CDC baut im Hangar eine provisorische Krankenstation auf. Melden Sie sich da. Okay, danke.
ist dein Zustand? Sehr gut. Hey. Weißt du, du hast mir nicht gesagt, wo du wohnst. Wo wohnst du? In Los Angeles. Ich glaube, da werde ich hinziehen. Gute Arbeit, Chadwick. Danke. Möchten Sie bei der Blutuntersuchung dabei sein? Frischluft zu schnappen ist echt gigantisch. Wo ist der Typ, der mir geholfen hat? Tag, das ist Terry. Hi. Schöne Landung. Danke. Wissen Sie, letzte Nacht war Vollmond. Ja. Es passieren seltsame Dinge bei Vollmond.